Hallo Mitspieler, mein Name ist Joshu und ich spiele mit euch The Long Dark. Wir haben eine ziemlich handfeste Krise abwenden können. Durch geschicktes Manövrieren klopfe ich mir mal auf die Schulter. Und ich hoffe, dass wir weiterhin so geschickt und glücklich sind, was die Entscheidung betrifft. Ich muss allerdings nochmal raus. Denn ich brauche noch ein bisschen Brennholz. Das ist grundsätzlich hier nicht die beste Gegend, um zu sammeln. Denn hier treiben sich durchaus Wölfe rum. Von Bären wissen wir auch. Bei so einem Sturm hört man die auch zu spät. Okay, also hier kann man die Ebene zumindest einsehen. Finde ich gut. Ja, also die Krise war tatsächlich der Lagerkoller. Der hatte 60% schon erreicht. Und der ist deshalb so gefährlich, weil wenn dieser ausbricht, das war ja bislang nur das sogenannte Risiko des Lagerkollers, dann... Okay, da quietschen wohl. Ja, der rennt vor dem Bären davon, hoffentlich nicht in unsere Richtung. Wenn so ein Lagerkoller erstmal ausbricht, dann kann man sich nicht mehr in geschlossenen Räumen oder auch in Höhlensystemen aufhalten, ohne Gesundheitsschaden zu erleiden. Und zwar für eine längere Zeit. Ich weiß nicht, ob es 24 Stunden sind. Also die Erfahrung lehrt, dass man das auf jeden Fall vermeiden soll. Und ja, es hat gut geklappt. So, und hier in dieser Höhle können wir ohne Schwierigkeiten übernachten. Zumindest sind das die Erfahrungen, die jetzt bislang, also bei diesem Let's Play und auch in denen davor, von mir gesammelt wurden. Ich bin immer ein bisschen skeptisch in der Höhle, weil man ja trotzdem die Witterung mitbekommt. Aber ich glaube, dass wir grundsätzlich auf der richtigen Seite sind oder auf der sicheren Seite vielmehr. Denn mit dem Bärenschlafsack haben wir noch so viel Cover. Also das war wirklich die richtige Entscheidung, den zu craften, dass wir hier auch abfedern können, wenn die Temperaturen etwas tiefer fallen. Lass mal das hier rauf. Weil uns ein paar Minuten oder ein paar Stunden, sagen wir 2 Stunden unter Null hier nicht schaden. Also klar frieren wir dann, wir frieren ein bisschen runter, aber wir kommen dadurch nicht zu Tode. So, 2 Stunden. Lagerfeuer, okay. Ich meine, man könnte die Zeit nutzen und beim Feuer wird uns nichts passieren. Nehmen das Karnickel noch komplett auseinander. Machen erstmal nur das. Achten 40, 48, 48.
Ne, so viel ist nicht. Dann gibt's was anderes. Oh. Das sieht auch neu aus. Kopfwickel. Okay, hier gibt's alles. In dieser Art Menü verbannt. Ne, dann haben wir anscheinend nichts mehr zum Zerlegen. So. Ich esse das. Stunde 41 Minuten. Machen wir mal das. Jetzt können wir uns um das Kanickel kümmern. Kann ich es mit den Händen auseinanderlegen? Ja. Das ist ja auch der Vorteil, wenn man dann Zerlegen von Kadavern schön geskillt hat. Kann man, egal wie gefroren die sind, die Dinger richtig gut zerlegen. Ablegen, ablegen. So, wir können ja mal bei den Skills gucken. Wir haben nämlich da schon 4. 30% schneller, 75 gefrorene Kadaver zerlegen und 20% schnelleres von Haut und Gedärmen. Du bist ein Künstler im Zerschneiden von Kadavern. Du kannst die besten Teile bekommen und weißt, was damit zu tun ist. Du verschwendest nur sehr wenig. Ja, finde ich toll. So, das kann hier noch fertig köcheln. Ich trinke. Und wir werden wieder so lange schlafen wie möglich. 9 Stunden nämlich. Und was würde das bedeuten bei 9 Stunden? Braucht man noch vielleicht 2 Sticks? Das ist auch ein guter Fund. 1, 2. Wir können sogar 12 Stunden schlafen. Wobei mir das vielleicht doch ein bisschen zu riskant vorkommt. Wir machen 9. Dann sind alle glücklich. Okay, es stürmt draußen. Aber wir sind gut. Das heißt, so, jetzt kommen, wird's kälter, 7 Grad, und jetzt wird's schon wieder wärmer. Mal gut überstanden. Also das kann man sich tatsächlich merken. Pack das mal hier alles ein. Hier brauche ich sonst nichts. Schauen, dass wir keine Duftnote haben. Ja, dann geht's weiter. Aha, okay, aber mir fällt noch was anderes auf. Wie viel Fackeln haben wir denn? Okay, wir haben genügend Fackeln, wobei die sind nicht im besten Zustand. Wir müssen natürlich darauf Acht geben, dass wir auch lichtmäßig durch die Höhle kommen. Ach, das wollte ich auf jeden Fall noch machen. Die muss man nicht hier lassen.
Dafür würde ich sogar noch mal kurz reingehen und mich dann aufwärmen. Das wäre Quatsch, die einfach hier zu lassen. Bislang habe ich die für den Zweck, den sie jetzt hier in dem Game erfüllen, nämlich bei Magenverstimmungen einem zu helfen, noch gar nicht gebraucht. Denn ich war bislang so vorsichtig, beziehungsweise so hatte so viel Glück, dass ich noch keine Lebensmittelvergiftung hatte. Aber die sind so oder so nützlich, weil sie eben helfen, wenn man sie als heißen Tee zu sich nimmt, eben dabei helfen, die Unterkühlung aufzuhalten. Abschnitt habe ich eigentlich als ungefährlich immer wahrgenommen, aber natürlich, jetzt gibt es ein paar Updates. Das Einzige, ich habe hier mal einen Bären lang trotten sehen. Was mit den Bären ist ja so, die sind, wenn man ihnen nicht zu nahe kommt und sie nicht überrascht, eigentlich recht friedliche Gesellen. Klar würde ich gerne einen jagen. Aber dazu fehlt mir im Moment ein bisschen die Muße. Geht's denn hier schon hoch oder nee, nächste. Da gibt es einen Hirsch. Ja, aber jetzt hier zu jagen ist nicht sinnvoll. Machen wir die Fackel an. Plan steht darin, die Höhle zügig zu durchqueren. Das bringt mich nicht weiter, jetzt hier groß noch nach Kohle zu suchen, denn das haben wir ja vor ein paar Tagen erst gemacht. Könnte vielleicht noch mal irgendwo eine von der Wand gebröckelt sein, aber ich mache mir da nicht so viele Hoffnungen. Und dann möglichst gleich in die nächste Höhle zu gelangen. Also ein Stick würde ich gern nehmen. Ne, nicht auseinandernehmen, das Ding. Nein. So, aber hier gibt es nichts Neues. Dann ging es, glaube ich, hier weiter. Okay, und ich meine, wir müssen hier lang.
Das Ding können wir nicht sägen. Das wäre ja mal was. Unter Indoor-Temperatursituationen so einen großen Ast zersägen. Gut, dann drückt die Daumen, dass ich die Fackel anlassen kann. Also, nicht, dass ich die anlassen kann, sondern dass die anbleibt und mir nicht ausgeblasen wird. Ich werde die schon mal wechseln. Ablegen, verwenden und so, und dann warte ich, bis die andere ausgebrannt ist. Wobei die hier auch nicht lange brennen wird. Also hopp hopp. Ja, aber Zeit, dass ich mir wieder eine richtige Fackel crafte. Ja, die Temperaturbedingungen sind gut. Also nicht die Temperaturbedingungen, sondern so die Wetterbedingungen. Ups. Ablegen. Verwenden. Ich warte deshalb immer darauf. Also ich kann die Fackel so nicht aufnehmen, sonst, wenn die brennt, nimmt er die gleich in die Hand. Ich muss also immer warten, bis die verbrannt ist oder ausgebrannt ist. Und das mache ich deshalb, weil jede so eine Fackel ist ein Stick. Und in einem Spiel, wo Brennholz knapp ist, ist klar, dass das Sinn macht, die Fackel nicht liegen zu lassen. Ja, also ich freue mich halt jedes Mal darüber, wenn es so klar ist, dass man zumindest sieht, was auf einen zukommt. So, und jetzt hier bei der Höhle könnte ich mir auch vorstellen, dass man da die Nacht verbringt. Ablegen. Verwenden. Und schauen, wie viel. Wir haben 17 mal Feuerholz. Und ihr seht, hier hoppelt auch so einiges rum. Das heißt, hier könnte ich gleich Fleisch produzieren. Also, weil mir war klar, ich möchte hier bei dieser Tour nicht völlig ausgehungert ankommen. Die ich jetzt hier jagen kann. Ich muss halt ein bisschen auf Wölfe achten, aber grundsätzlich, glaube ich, wird das klappen. Könnte ich mal nochmal wechseln. Mit den Kanickeln, die ich jetzt hier jagen kann, oder zumindest mit eins haben wir ja schon gesehen. Kann ich nochmal meinen Reiseproviant ein bisschen aufbessern? Ach, die brennt noch, okay. So. Dann können wir hier nämlich gleich das Fackelfeuer nutzen. Und machen dann hier mit einer kleinen Kochaktion weiter. Also ich heiz hier erstmal alles rein. Come on, little fire. So. Okay.
brauche ja sowieso ein paar Minuten, um mich hier aufzuwärmen. Und auch das hier, das bekommt mir sehr gut. Das auch diese Erschöpfung. Weil das eben bedeutet, ich kann schön schlafen. Und schlafen heißt Regeneration. Also wir haben jetzt im Moment kein Regenerationsproblem. Gleich mal das. Wie wir wahrscheinlich auch kein Wasserproblem haben. Mal das Wasser hier abstellen. Oh doch, wir haben nur 2 Liter, also okay. Dann lege ich meinen Schlafsack hier hin. Ein bisschen aufwärmen. So ist gut. So. Ach, mal lieber die Flairgun zücken. Man weiß nicht, ob der Wolf doch vielleicht vor der Tür steht. Sind Krähen zu hören? Die sind wahrscheinlich im Überflug. Okay, hier gibt es 2 Kanickel, sehr gut. So, lege ich aber gleich ab. Weil ich noch das zweite erwischen möchte. Ist ganz schön weit weg. Jesus, it's cold. Aber jetzt haben wir noch mal eine Chance. Oh. Shit. Mich in der vorigen Folge noch so gelobt. So ein ausgezeichneter Kaninchenjäger bin und jetzt das. Nein. Bitte nicht. Here we go. I'm not sure I can carry much more. Das nochmal 2. So, und jetzt müssen wir uns ein bisschen ranhalten, wenn die Wölfe Witterung aufnehmen, könnte es Ärger geben. So. Ja, das war wieder eine tolle Runde. Ich freue mich, dass das so gut geklappt hat. Wie ist jetzt hier unser Feuer? Mhm. Da werden wir dann gleich die Kanickel zubereiten. Ja, bin recht optimistisch. Also meine gedankliche Vorbereitung, dass ich auf jeden Fall auf die Nahrung achten will, hat mich hier weitergebracht, hat mir geholfen. Ja, mal sehen, ob es so gut weiterläuft. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Hoffe, ihr habt Spaß gehabt beim Schauen des Videos. Würde mich freuen über einen Daumen hoch und ein Abo. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut, bye bye.